Hallo und willkommen zurück hier bei Let's Play The Last of Us 2. In der letzten Folge haben wir uns hier durch das neue Gebiet geschlagen und sind jetzt dabei. Oh. Genau. Und sind jetzt dabei, Tommy irgendwie zu finden. Also das ist zumindest der Plan. Ob dieser aufgehen wird, weiß ich nicht. Hier haben wir wieder einen Brief. Boris, es tut mir so leid. Es ist entsetzlich, was die Wolves Sophia angetan haben. Irgendwie fühle ich mich mitverantwortlich. Ich habe die ganze Stadt angestachelt, dass wir uns gegen die Wolves behaupten müssen. Als sie damit anfingen, ihre Regeln zu übersprühen, habe ich sie nicht vehement genug davon abgehalten. Ich habe es vor dir verheimlicht. Ich dachte, sie würde aufhören. Ich weiß, dass du dich an den Wolves rächen willst, glaub mir. Mir geht's genauso, aber das können wir nicht machen. Noch nicht. Wir müssen clever sein, warten, bis sich alles beruhigt hat. Die Leute wollen wissen, wie wir damit umgehen und werden sich dabei auch nach dir richten. Du weißt, du warst hier nach dem Ausbruch ein Anführer. Du musst wieder ein Anführer sein. Lass nicht alles umsonst gewesen sein, wofür wir gekämpft haben, Uli. Tja, das ist schon heavy. Aber immerhin wissen wir jetzt, dass wir nicht die einzigen waren, die mit den Wolves so ihre Problemchen hatten. So, schauen wir einmal hier, aber ich denke, allzu viel können wir hier nicht machen. Nö, wir können uns sogar gerade überhaupt gar nichts leisten. Hier hätte ich gern trotzdem erstmal die andere Waffe. Ich muss halt nach wie vor aber auch immer noch sagen, dass gerade so dieser Misch, es ist nicht immer so krass spannend in dem Spiel, sondern auch einfach. Man muss halt wirklich sagen, die Atmosphäre macht hier sehr, 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 sehr viel aus. Und ja, es muss halt nicht die ganze Zeit irgendwie so ein Krieg geführt werden. Come get me, assholes. Na toll, die brauchen wir wieder nicht.
Das war auf jeden Fall interessant. So. Shamblers. Ist aber auch interessant, dass die für den zweiten Teil einfach auch so ein neues Monster entwickelt haben. Wenn die wenigstens irgendwas droppen würden. Bisher ist die Ausbeute jetzt noch nicht so eine 10 von 10. Überall liegt Revolvermunition rum, aber den benutzen wir halt nicht so oft, ne? Ich dachte schon, ich hätte da was gehört. Ich muss sagen, es regt mich immer noch so ein bisschen auf, dass wir diese Bewegungsbomben nicht werfen können. Das wäre halt viel, viel geiler. Mann, in was für einem Kaff sind wir hier wieder gelandet? Unter einem Kindergarten. Das Einzige, was mich hier nur dazu... Obwohl, das war eher so ein Kinderspielzeugladen, oder? Oh. Eine neue Fähigkeit, Präzision. Ja, aber das Einzige, was mir dazu wieder einfällt, ist nur so, what the hell? Okay, jetzt sind wir also hier. Oh fuck. Ich habe keine Waffe mehr. L3. Ich muss sagen, so langsam gehen wir echt so ein bisschen, uns gehen so ein bisschen die Vorräte aus. Das sieht sogar echt lustig aus, wie so ein Schönheitssalon. Stimmt, dazu wollte ich auch noch was sagen. Fällt mir jetzt erst wieder ein. Ich glaube halt, also ich glaube, sie hat ihr Tattoo, um diesen Biss halt eben zu überdecken. Kann man das so sagen? Aber dieses Muster auf den Sitzen sieht halt total crazy aus. Wieder ein neuer Brief. Uli, unsere Herzen werden immer an Hillcrest hängen, aber nach Sophias Tod haben wir uns entschlossen, mit den anderen zum Stadion zu gehen. Wir müssen an unsere eigenen Kinder denken, die Brandmans. PS, wir haben Boris vor ein paar Stunden gesehen. Wir wollten mit ihm reden, aber er wirkte abwesend. Bitte sprich mit ihm. Ich hoffe, ihr schließt uns euch an. Ihr schließt euch uns an. So rum. Ich glaube, ich hätte sonst falsch rum gesagt. Hmm.
Was geht hier ab? Warum? Da muss ich erstmal mich genauer umschauen. Also hier würde ich theoretisch schon so hochkommen. Mist, ich wollte hier noch nicht rüber. Ich dachte, sie wird da oben erstmal stehen bleiben. Hier haben wir noch ein Friseurstudio. Aber wofür dann das Teil? Oh, Pillen. Wofür ist das da? Ich check's noch nicht. Vielleicht einfach nur, um die Tür zu öffnen? Das könnte gut sein. Das war auf jeden Fall eine Eskalation. Ich will den Fusel haben. Da unten. Immerhin gibt es hier einiges an Stuff. Weiß nicht, ob wir alles wieder reinholen, was wir da draußen gerade verschossen haben, aber ist okay. Och nö. Also falls die Typen irgendwelche Hinweise dabei hatten, sind sie jetzt weg. Bisher gehe ich leider echt davon aus, das Rätsel werden wir nicht lösen können. Ich schaue noch mal kurz in die Notizen. Wir bräuchten halt irgendeinen Hinweis und den haben wir halt so überhaupt nicht. 6 Ziffern auch noch. Ja, ich denke, dieses Mal wird das echt so das erste Rätsel sein, was ich nicht lösen werde, weil ja, wir haben keinen Hinweis, meine ich. Und wenn, dann habe ich ihn einfach mal gekonnt übersehen. Aber vielleicht kommt auch noch was. Who knows? Ich dachte, das wird uns wenigstens noch irgendwo anders hinbringen, aber nope.
Dann schauen wir uns nochmal hier genauer um. Kann mir auch gut vorstellen, dass ich in dem Keller was übersehen habe. Immerhin hat's funktioniert. So, damit wäre der Part dann auch wieder aufgefüllt. Hier liegt noch überall Zeug von dem rum. Ja, that escalated quickly. Das hier war wohl eher so ein Hundefriseur oder so. Uli, es war Boris. Ich habe gesehen, wie er die Wolf-Patrouille abgeknallt hat. Scheiße, ich kapier's ja. Sie haben seine Tochter getötet, aber er hat gerade unser Todesurteil unterschrieben. Wir haben nur eine Chance, wir müssen ihn ausliefern. Ich weiß, er ist dein Freund, aber diese Wolves haben das Mädchen wegen ein paar Graffitis erschossen. Denk mal darüber nach, was sie mit uns machen, wenn sie glauben, dass wir den Mörder von dreien ihrer Leute decken. Bitte kommen nach der Sperrstunde zum üblichen Treffpunkt X. Also ich will nicht zu viel sagen, aber ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, das hat alles nicht so wirklich geklappt und die hat das nicht so wirklich gejuckt. Und ja, dann sind die am Ende irgendwie alle losgeworden und haben die da vielleicht eingesperrt oder so. Oh. Vielleicht hat der das erste ausgelöst. Das hier war anscheinend eher so eine Großraumbar. Er wollte sich auch noch einen genehmigen, der Typ. Ja, wahrscheinlich werden wir diesen Tresor halt echt nicht öffnen, weil ich echt keinen Plan habe. Also, vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Oh, doch nicht. Jo, wenn Dale vorbeikommt, wird er nach der Safe-Kombination fragen, aber geh einfach rüber zur Werkstatt und gib sie selbst ein, sonst kommt er deswegen noch 10-mal an. Die Kombination ist 30, 82, 65. Jemand muss mit seiner Frau reden. Ich weiß, sie will glauben, dass er wieder in Ordnung kommt, aber wir müssen die Tat der Tatsache ins Gesicht sehen. In der Wolf-Basis soll es richtige Ärzte geben. Niemand würde ihr übel nehmen, wenn sie geht, außer Boris, aber scheiß auf den. Muss mal eben kurz was trinken. So, dann machen wir uns jetzt noch einmal kurz rüber auf den Weg. Aber das haben wir an sich doch ganz gut gelöst. Also ich glaube, da kann man nicht meckern. Obwohl ich eigentlich eher sagen muss, ich hätte erwartet, dass ich die Kombination irgendwo unten im Keller übersehen habe. So, der Safe war hier. Und die Kombination war... So. Dales Kombination steht da auch dickfett drauf für Leute, die nicht lesen können.
30, 82, 65. Ja, es war natürlich jetzt die falsche Richtung. 30. 82 war es, glaube ich. 82 und 65. Yes. Ooh. Zum Glück haben wir das doch noch bekommen. Lohnt sich halt echt. Das machen wir mal direkt. Ich muss halt sagen, das stört mich gerade so ein kleines bisschen, dass ich gerade keinen Schalldämpfer habe. Denn der Schalldämpfer war schon fucking praktisch. Ja, ich denke mal, es wird hier rüber erstmal weitergehen. Oder? Bei der Treppe sind wir schon mal. Was ist das? Aber schon wieder mit dem Bogen. Nervt mich nicht. Naja, ruhig war das nicht. Ich muss aber tatsächlich sagen, ich finde die Nachladepolitik in dem Spiel halt immer noch irgendwie ultra dumm. Dass man halt mit der Taste, mit der man schießt, auch nachlädt. Weiß ich nicht. Also da würde ich sagen, wer sich das ausgedacht hat, war ein bisschen strange. Gut, wir gehen dann auch mal direkt weiter. Der sieht ja noch fresh aus. Aber ja, denn ich nehme halt heute nicht mehr so viel auf. Aha. Also beziehungsweise das hier ist heute schon die letzte Folge, die ich aufnehme. Und da möchte ich eigentlich ganz gern zu einem Speicherpunkt kommen. Nee, da müssen wir nicht rüber. Sah irgendwie ein bisschen so aus. Wieder ein neuer Brief. Yolanda, es tut mir leid, ich werde mich nicht mehr um Alfie kümmern können. Du hast recht mit den Wolves. Sie sind wirklich noch schlimmer als das Militär. Ich hatte allerdings nicht erwartet, dass wir uns hier gegenseitig fertig machen würden. Alle haben gesehen, was die Wolves
meiner armen Sophia angetan haben und was wollten sie im Gegenzug tun? Zugeständnis machen, ich hatte Wolfs Blut verdient. Sie hätten sich mir anschließen sollen, stattdessen haben sie sich gegen mich verschworen. Also waren sie zuerst dran. Ich habe sie vergiftet, einen nach dem anderen, nicht um sie zu töten, sondern nur sie sollten nur einschlafen. Dann habe ich sie in eine spornverseuchte Garage geschleppt. Uli wachte auf. Wir kämpften. Ich habe ihn eingesperrt, aber er hat mich gebissen. Diese Verräter werden zusehen, wie sie sich langsam verwandeln. Sie werden leiden. Ich hoffe, sie denken an mich, wenn sie den Verstand verlieren. Lol, jetzt wissen wir immerhin, wer es war. Bei mir geht's schon los. Es kann nicht mehr lange dauern. Ich hoffe, du hast außerhalb dieser beschissenen Stadt deinen Frieden gefunden. Und ich hoffe, dass du nicht zurückkehrst und das alles siehst. Aber falls doch, es tut mir leid, Boris. Jesus. Ja. Schon ein bisschen krank. Ja gut, hier war nur ein Schlussverkauf. Mann, schon wieder keine Munition für die Waffe, weil ich die einfach viel zu selten benutze, aber die ist halt nicht ganz so nice wie die Pistole. Aber komm, wir haben eh gerade keinen Schalldämpfer. Let's do it. Oh, das ist der Typ, von dem wir geredet haben. Das ist dieser Boris-Typ anscheinend. Ich denke, wir sollen da halt lang. Hier würde ich erstmal nachladen. Ist zwar nur ein Schuss, aber hey. Und hier, ach Mann, da komme ich jetzt nicht mehr rein. Was ein Scheiß. Ja, es wird jetzt gerade auch gespeichert. Dementsprechend würde ich auch an der Stelle dann die Folge beenden. Wird heute ein bisschen kürzer, aber ist halt gerade der perfekte Punkt. Über eine Bewertung und Kommentar freue ich mich wie immer sehr. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann schauen wir mal, was uns jetzt so mit Pfeil und Bogen erwartet. Bis dahin.